So, hallo und herzlich willkommen nochmal. Ich musste jetzt mal gerade schauen. Ich habe mich gewundert, warum kein Ton zu hören ist, aber das ist relativ einfach zu erklären. Ich hatte das Mikro auf stumm gestellt. Ich begrüße nochmal alle ganz herzlich heute zum Live-Trading TV zur US-Markteröffnung. Sehr interessanter Bereich, der sich ausgebildet hat, im DAX tatsächlich um 11.600 Punkte jetzt ungefähr. Allerdings bleibt die Attacke aktuell aus. Ich hatte gerade eben zu den Gedanken, kurzzeitig den Gedanken, dass da eine Attacke stattfinden könnte. Kurz noch einen Blick mal. Mal eben hier die Seite updaten und schauen, ob das funktioniert. Der Ton zu hören ist, respektive das Bild zu sehen ist. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. So, machen wir noch ein bisschen lauter machen. Sehr schön. Also, das funktioniert auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt die 11.600 haben wir verteidigen können. Also es sieht nicht danach aus, als wenn da jetzt gleich eine ernsthafte Attacke ansteht tatsächlich. Und insofern habe ich die Order, die ich kurzzeitig eingestellt hatte, auch dann entsprechend wieder gelöscht gehabt. Also ich hatte hier auf der 603 war es, 603,50 so ganz genau, hatte ich einen Sell-Stop hingelegt gehabt und hatte hier einen Stop platziert bei 11.631 Punkten. Nachdem wir da gerade kurz drüber gelaufen sind, hätte ich mich auch nochmal bereit erklärt, sollte er von hier dann entsprechend abkippen und diese Region attackieren, den Stop dann hier auf diesem dann zwischenhoch auszugeben. Das wäre fast zusammengefallen, entsprechend mit dem Supertrend, ist jetzt aber hinfällig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich denke, ich tue nicht schlechter dran, wenn ich hier an der Stelle mich dann heute einfach auch ein bisschen mal ja, zurücknehme tatsächlich und den DAX mal DAX sein lasse. Die Struktur insgesamt ist unglaublich verschachtelt, unattraktiv. Also die Idee, die ich da heute früh im Morning Meeting formuliert hatte, wo ich sagte, vielleicht sollte man nicht zu viel erwarten von den europäischen Märkten. Dann ja, ist dann in dem Zusammenhang ist eben tatsächlich so, dass vielleicht der Impuls von den US-Märkten kommt und in der Tat, wenn es einen Impuls gibt heute noch, dann würde er von den US-Märkten kommen. Wohlgemerkt ist der nicht auf der Unterseite zu finden. Dow Jones kommt ja, verhältnismäßig stabil rein. Also es ist jetzt nicht übermäßig massiv bullisch. Wir haben direkt im Bereich der Tagestiefs von gestern eben eröffnet. Also die grünfarbene Linie, das tatsächlich ist es fast punktgenau auf dieser Linie, deswegen ich habe die leicht drüber gelegt, die türkisfarbene Linie da drüber, das ist die obere, ja, das ist der 1530 Open und ja, also in dem Zusammenhang ist es eben entsprechend so, dass ja, dass da jetzt zwar der Markt von diesen Tiefs gestern so ein bisschen wegstrebt, aber insgesamt weiter eher angeschlagen bleibt, aber alles in allem eben nicht es hier sich abzeichnet, dass, und jetzt ich zoomen den mal ein bisschen raus kurz hier, dass wir eben entsprechend hier eine Attacke nochmal auf diese Tiefs starten. Auch hier sehen wir übrigens eine Sequenz jetzt fallender Hochs und fallender Tiefs, die sich etabliert. Auch gestern hier dieses Zwischenhoch, was sich dort ausgebildet hat. Also es ist dieses Zwischenhoch hier tatsächlich. Ja, so, zack, zack. Das wurde nicht überschritten. Da haben wir eine fast Vollkorrektur oder Vollregression oder wie auch immer wir es bezeichnen wollen, zu sehen bekommen. Wir bleiben unterhalb dieser Hochs von gestern hier um 19.960 Punkte. Das ist übrigens aus, obwohl, ist das die Vorbörse? Ja, nicht ganz, ne? Also ich schaue mal jetzt ganz kurz auf die 15 Minuten Darstellung. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Aber alles in allem, Übernachthandel können wir da durchaus mit einbeziehen. So, kurz mal schauen. Ne, Moment, 26 ist da. Ich bin jetzt ein bisschen hier. Zack, da wollte ich hin. Also, ja, 14.30, das war der Open, alles klar. Also dann hat das auch ein entsprechendes Volumen sehr wahrscheinlich. Wir bleiben also unterhalb dieses Levels, bleiben wir im Dow Jones auf jeden Fall angeschlagen und es bleibt oder bleibt spannend. Also es wird die Frage sich stellen müssen jetzt in den kommenden Stunden, vielleicht auch in den Wochenschluss hinein, ob die 19.800 verteidigt werden kann. Gehen wir da drunter. Wie gesagt, besteht die Möglichkeit, dass wir, und jetzt wechsle ich mal, zack, hier in den etwas übergeordneten Modus, dass wir eben eine ernsthafte Attacke auf die 19.7 zu sehen bekommen und die Signifikanz, die ja, habe ich heute früher schon herausgestellt gehabt. Ja, das ist dieser Bereich hier. Und ja, sollten wir da drunter fallen, haben wir doch durchaus nochmal locker Potenzial bis 19.400 Punkte. Das könnte dann auch den DAX eben belasten, aber heute ganz offensichtlich wollen die Verkäufer sich noch nicht ganz so aus der Deckung trauen. Kurz noch einen Blick bitte. Und ja, wie auch heute früh schon im DAX Long oder Short, auch im Morning Meeting gesagt, die Hauptrichtung in meinem Trading aktuell ist definitiv die Short-Seite.
Ich bin nicht wirklich willens, mich auf der Long-Seite zu positionieren. Sehe das Chance-Risiko-Verhältnis auf der Unterseite durchaus attraktiver. Sehe die Wahrscheinlichkeit auch, mit solch einem Trade dann Erfolg zu haben, einfach als höher an. Und demnach sieht es bei mir einfach so aus, dass ich für die Long-Seite gar nicht zu haben bin. Und wenn der Markt es nicht short präsentiert, dann, ja, dann beobachte ich mir das ganze Bild. Schaue mir das Treiben eben entsprechend an. So, wie gesagt, trading-technisch können wir hier ganz kurz noch was thematisieren vielleicht. Ja, hier das Tief, 19.825 Punkte, das ist auch wieder die Region um die gestrigen Tiefs. Auch hier haben wir das Tagestief von heute, respektive auch die Tiefs von gestern. Es könnte dann mit Unterschreiten dieser Region nochmal Zug aufkommen. Wie gesagt, richtig, richtig unangenehm wird es, sollten wir unter dieses Level fallen, 87, oder unangenehm, richtig unangenehm ist eine falsche Formulierung, aber auf jeden Fall wäre dann nochmal Platz für 80 bis 100 Punkte auf der Unterseite. Das heißt also, in dem Bereich könnte man über Sell-Stops nachdenken, äquivalent, wie gesagt, im DAX dazu ist die 11.600er Region, sind wir mal, schauen wir mal, wie sich das in den Folgestunden darbietet, aber Fakt ist eben auch zum Beispiel, und da wird es dann ganz, ganz grenzwertig und wo ich dann auch überhaupt gar nicht mehr zum Beispiel im DAX für zu haben bin, also wenn, dann würde ich mich hier nur auf den Dow Jones konzentrieren in dem Zusammenhang, in einer Stunde, also 17.30 Uhr schließt Xetra, das heißt, da geht das Volumen nochmal massiver runter und da gilt es dann eben ganz, ganz vorsichtig zu sein. Also beziehungsweise, es war schon eine Ausnahme am Dienstag, dass ich da am Nachmittag getradet habe. Ich hätte es auch heute wieder probiert, ja, aber wie gesagt, dann bis 17.30 Uhr muss dieser Break erfolgen und dann auch entsprechend dort ein Trend auf den Weg gebracht werden oder eine schärfere Bewegung. Alles, was nach 17.30 Uhr kommt, da ist Feierabend. Also da kommt mein Trading definitiv, also damit korrespondiert mein Trading gar nicht mehr. Deswegen, da ist dann der Hauptfokus, liegt der Hauptfokus definitiv auf der Eröffnung dann wieder morgen früh. In dem Zusammenhang kann natürlich dann die 11.600 schon sehr interessant werden, ne? Das sollte klar sein. Und ausgehend hiervon könnte vielleicht dann doch auch nochmal aus der europäischen Handelssitzung doch eine trendigere Bewegung auf den Weg gebracht werden. So, also das zum DAX, wie gesagt, da sollten wir uns langsam ein bisschen verabschieden, wobei die 11.600 vielleicht für morgen für die Markteröffnung schon ganz interessant ist. Wir hören uns ja erst um 10.30 Uhr. Könnte sein, dass die Attacke auf die 11.6 dann schon morgens erfolgt. Sollte sie überhaupt erfolgen, natürlich. Also Fokus heute Abend dann eher auf den Dow Jones und da schauen wir dann mal, was im Bereich um 19.825 beziehungsweise der Tiefs um 19.840, also in diesen 10-15 Punkten Range eben, wie der Dow Jones sich da präsentiert, ob wir den Bereich verteidigen können. Sollte das nicht gelingen, könnte spätestens mit Bruch unter die 19.780 nochmal Potenzial für 80 bis 100 Punkte anstehen und dann könnten wir in Richtung vielleicht sogar der Region um 19.680 bis 19.700 laufen. Heute einiges auch an Volatilität, das noch ganz kurz abschließend, natürlich rund um die Bank of England gewesen, kurz noch einen Blick hier, 4-Stunden-Chart, also da sieht man schon, die Kerze, die hat es durchaus in sich, oder die Kerzen, ja, ziemlich, ziemlich bearische Action, die wir hier zu sehen bekommen haben, beziehungsweise wir gehen jetzt mal, so, ich gehe jetzt mal hier in den God-Mode-Bereich, oder Guidance-Bereich, so, ja, ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer hier, so, wir sehen, tatsächlich, der Versuch, die 27 zu attackieren und dann kommt eben scharfe Abwärtsdynamik rein. Das heißt also, ich hatte da ganz durchaus einen guten Riecher heute früh, als ich sagte, Long-Engagements, da würde ich mich sehr, sehr vorsichtig mit präsentieren. Vielleicht sogar aggressiver werden mit meinem Stop, wenn man den hier irgendwie erwischt hat, diesen Trade gegen die 24.30, nochmal Long, den Rücksetzer oder dergleichen. Wie auch immer geartet der Trade vielleicht umgesetzt worden ist. Das war nicht die schlechteste Idee, mit dem Stop hier aggressiver zu werden, denn tatsächlich hat die Bank of England nichts geliefert, auch nicht in dem Statement, Inflation Report oder dergleichen, also man hat das zwar zum Thema gemacht, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass, und das zeigt dann eben die Price Action, der Markt doch irgendwie erwartet hat, dass da zumindest eine leichte Andeutung kommt seitens Mark Carney, dass der in irgendeiner Form oder auch in dem Statement der Bank of England, dass da irgendwo so eine leichte Tendenz herauskristallisiert, so raushört, wenn man heraushören kann, dass da vielleicht dann infolge dieser massiven Abwertung des britischen Pfunds zeitnah doch mal eine Zinsanhebung angedacht sein könnte, wenn auch nur um 25 Basispunkte, mit der Intention, eben die Abwertung des britischen Pfunds einzudämmen und insofern dann dafür Sorge zu tragen, schon mal präventiv, dass es eben keinen zu massiven sogenannten Overshoot in der Inflation gibt, also sprich ein Überschießen im Zusammenhang mit der Inflation und dem Erreichen des Inflationsziels von 2%. Das hat dann tatsächlich jetzt eine scharfe Abwärtsbewegung auf den Weg gebracht. Allerdings muss man eben auch sagen, die Schwäche im US-Dollar hält derzeit an, also
hier kann man es gerade sehen, natürlich, der kann sich so ein bisschen fangen. Ja, der schwachen Vorstellung im britischen Pfund sei jetzt hier mal Dank an der Stelle. Japanischer Yen oder auch beispielsweise Euro halten weiterhin hier wirklich massive Aufschläge. Also der Hauptgrund hier, dass die Abwärtsdynamik im Dollar-Index-Future hier eingedämmt wird, ist tatsächlich britisch Pfund induziert. Schaut mal, was der Aussie hier fabriziert gegenüber dem US-Dollar. Ja, das ist eine tiefgrüne Kerze und die Attacke auf diese obere Range-Begrenzung steht jetzt zeitnah wohl an, 77,30 bis 77,80. Das heißt also, der Hauptgrund hier, dass der US-Dollar-Index dort sich aktuell so ein bisschen präsentieren, einigermaßen stabil präsentieren kann, hat damit zu tun, dass das britische Pfund derzeit eben erstmal verkauft wird infolge dieser Kommentare und Enttäuschung. Nichtsdestotrotz, sollte der US-Dollar hier schwach bleiben, dann ist auch durchaus zu erwarten, dass britische Pfund eben nicht zwangsläufig hier unter diesen recht wichtigen Support um 24,30 tatsächlich rutscht. Ja. Also das auch nochmal in diesem Zusammenhang, was Umkehrschluss bedeutet. Ich würde jetzt hier auf diese bärische Action nicht unbedingt auf diesen mit recht dynamisch Action laufenden schwachen britischen Pfund Short Trade aufspringen. So, und das sei es auch meinerseits gewesen. Ich wünsche euch Happy Trading, einen schönen Abend und wir hören uns dann morgen zum Morning Meeting um 10:30 Uhr und bis dahin habt euch wohl und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Schönen Abend wünsche ich euch, macht's gut, bis dann und tschüss.